Jedenfalls war da diese Frau bei den anonymen Alkoholikern und die ist da hingekommen und hat gesagt, dass sie zu trinken aufgehört hat und ihr Leben hat aber trotzdem nicht funktioniert und dass ihre Eltern auch Alkoholiker sind. Und ja, sie wirkte sehr intensiv und irgendwie verrückt und es fiel ihm einfach total schwer, sie anzusehen, weil ihr nämlich dieser eine Vorderzahn gefehlt hat. Also weißt du, es hat jedenfalls keineswegs zu einem attraktiven Gesamteindruck beigetragen. Naja. Jedenfalls sprach sie davon, wie sehr ihr das Programm geholfen hätte, einzusehen, dass sie dem Alkohol machtlos gegenüberstand. Und aus irgendeinem Grund war sie glücklich darüber. Obwohl ich finde, ich stehe vielen Dingen machtlos gegenüber und das macht mich nicht glücklich. Und ja, da habe ich dann ganz laut, so laut ich nur konnte, gebrüllt: Warum lasse ich den Zahn nicht reparieren? Und alle haben mich richtig wütend angesehen und ich sah dann ganz verlegen rein und rief dann: War ja bloß ein Vorschlag. Alle Leute sahen peinlich berührt aus und dann, ja, dann war das Zusammentreffen schon zu Ende. Das heißt, vorher wiederholten wir alle noch einmal das Gebet der anonymen Alkoholiker und nachher wollte keiner mit mir sprechen. Und alle Leute gingen zu dieser Frau ohne Zahn rüber, so als ob sie ihr zeigen wollten, dass es ihnen egal war, dass ihr der Zahn fehle. Ja, und dann kam dieser Mensch auf mich zu, bei den anonymen Alkoholikern. Und er sagte mir, er gebe mir absolut recht und dass diese Frau tatsächlich widerwärtig aussehe und dass er überdies schon seit langem zu diesen Treffen gehe und dass dieser Frau der Zahn schon seit Jahren fehle und dass sie offensichtlich nicht dafür gesorgt habe, dass das repariert werde. Und er stimmte mir von ganzem Herzen zu. Und dann sind er und ich in ein Hotelzimmer gegangen und haben gefickt. Dann habe ich versucht, mich aus dem Fenster zu stürzen. Dann hat man mich zum dritten Mal nach Creedmoor eingeliefert.